Und weiter geht es mit Super Mario Galaxy in der Höhlenverlies-Galaxie zum Geheimstern. Wo ich nicht weiß, wie wir an ihn kommen müssen. Nur ich muss mir ein bisschen Licht anmachen, sonst sehe ich nichts. Nicht mehr so viel. Ja, der Zauber auf dem Geisterschiff. Da sollen wir reingehen. Genau. Ah ja, und da muss ich mal kurz gucken, wieder auf meinem schönen, ausgedruckten Konzeptpapier. Blablabla, okay, also erstmal die Tür öffnen, dann machen wir das doch zuallererst einmal. Zuerst einmal die Feuerblume holen und dann die Türe öffnen, das ist doch nicht das Problem, dann tun wir das doch mal. Ich glaube, das war ja so, dass wir hier mit Hilfe dieses coolen Regenbogensterns diese ganzen Dinger da kaputt machen müssen, genau. Da ist ja die Feuerblume. Massenmord. Ein bisschen Hyrule Warriors Legend, Hyrule Warriors hier erleben. Na gut, bald auch noch Legends. Oh, fast alle besiegt. Ich auch noch. So, alle besiegt. So, und jetzt brauchen wir die Feuerblume. Die krasse Feuerblume, die krasse Feuerblume, huhu, dü, 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 dü. Eins und Nummer zwei. Dü, 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 dü. Tor geht auf. So, was müssen wir dann machen? Na, weiter zum See auf den Grund tauchen, den grünen Schildkrötenpanzer suchen, okay. Dann geh auf den grünen Schildkrötenpanzer, also auf den Grund des Sees und sammle den grünen Schildkrötenpanzer ein. Alles klar. Wird erledigt. Ach, ich lieb's immer so zu tauchen. Das ist ein Spaß. Dieser bedrohlichen Galaxie. Ja, da ist er ja. Was muss ich dann machen? Ich muss mal kurz... Ich darf hier nicht pausieren. Auf die Minen, dass sich das, die sich in den Schiffswrack befinden, okay. Okay, den muss ich auf die Minen schleudern, die sich an dem Schiffswrack befinden. Ach, ich denke mal, das sollten die hier sein. Okay, und dann kommen wir irgendwo hin. Und das sollte wohl was Besonderes sein, gehe ich von aus. Auf jeden Fall eine interessante Art. Auf jeden Fall mal eine interessante Art. Ich denke mal, da kommt man nicht so durch. Okay, was ist das? Warte mal, hat der den Stern? Der hat den Stern. Hm, was mache ich? Muss ich den hier machen? Was muss ich denn hier machen? Ich glaube mal, da hoch muss ich bestimmt. Hm, das Ding ist böse. Genau, den muss ich umdrehen. Genau, dass mich dieses Teil jetzt ständig verfolgt. Na gut, dann das hier drücken. Aber dann warte ich jetzt wieder, bis dieser Stachelball weg ist. Boah. Sehr interessant, was hier wieder abgeht. Genau. Bestimmt immer auf den Dingern rumhüpfen. Ja, genau, so muss das aussehen. Und dann da das Licht und dann darf da der Buhu gleich rein. Ja, komm her, mein Freund. Oder ich helfe dir ein bisschen. Ich helfe dir ein bisschen. Natürlich kommt da wieder der ekelhafte Stachelball. Ach komm, oder geh selber ins Licht rein. Dankeschön. Okay, und dann darf ich den wahrscheinlich nochmal wieder in die Mitte reindrehen. Alles klar. Ja, war ein einfacher Stern eigentlich. Na, ja, das war natürlich schlau. So, genau so. War ein einfacher Stern, muss ich sagen. Also das war eher ein einfacher Stern. Gerne mehr von der Sorte. Gerne mehr. Hätte ich nichts gegen einzuwenden.
Gut, damit fehlen uns nur noch 9. Es geht auf die Zielgerade zu. Mit großen Schritten. Huhus geheimes Zimmer. Und damit hätten wir alle Geheimsterne. Das bedeutet, uns fehlt jetzt nur noch die Kometensterne. Und da kommt noch der ein oder andere Kracher, das sage ich euch. So, und es geht tatsächlich in der Loft ist einer. Das ist gut. Dann nehmen wir auch den direkt. Und zwar der lila Komet auf der Feuereruptionsgalaxie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird mal wieder grausam werden, glaube ich. Das wird mal wieder grausam und krass werden, gehe ich von aus. Die lila Münzen im Feuerkessel. Oh mein Gott. Jetzt werde ich bestimmt wieder gequält, glaube ich. Ich werde bestimmt wieder ein Zeitlimit haben oder zumindest so viel Druck, dass ich da krass abgehen darf. Nicht? Also die Musik hört sich normal an. Tatsächlich habe ich hier keinen Zeitdruck, okay. Finde ich überraschend. Und hier am Anfang sind auf jeden Fall auch schon recht viele. Oh, aber dich nehme ich natürlich mit. Du kommst her, mein kleiner Freund. Die sind hier alle noch recht auf einem Fleck hier am Anfang schon mal. Was ich natürlich überraschend und interessant finde. Ah, hahaha. Ja. Aber dafür sind die einen oder anderen natürlich etwas böse. Wenn ich das so sehe. Gut, ich darf in die Lava fallen. Aber dann kriege ich Schaden. Den will ich ja vermeiden. Ich muss ja den Schaden nicht nehmen. Und wie gesagt, durch halt diesen 6-Leben-Pilz und auch durch dieses One-Up macht es das etwas einfach. Gut, und die werde ich auch mir bei einem kleinen Trick alle einsammeln. Nämlich so. Ja, also gut, das waren jetzt natürlich auch die ersten 30. Also die waren ja noch recht einfach, würde ich so sagen. Ja, da kommen natürlich die ganzen Lavafontänen, da warte ich. Ja, das scheint eine gute Kameraperspektive zu sein. Genau. Sind da ja noch 3. Wow. War knapp. Ich dachte nicht, dass dieser Lavastrom auch da kommt. Naja, komm. Was soll's, bin ich einmal getroffen. So, da sind keine, alles klar. Hier sind welche. Wow. So, muss ich das wieder hochfahren lassen immer. Oh, im richtigen Moment dann hochsteigen. So, und ich auch noch. So, dann geht's dahin. Da sind die alle 3 unten. Und ich da auch noch. Genau. So, aber ich hole mir erstmal die hier. Ich hole mir erstmal die hier. Oder wie machen wir das? Die Frage, soll ich jetzt die holen oder die? Ja, gehe ich erstmal hier lang. Ja, also das scheint mir sogar recht einfach tatsächlich zu sein. Aber gut, wie gesagt, ich darf nicht zu sehr sagen so, ach, das ist ja voll einfach. Ach, das ist doch voll einfach. Und dann passiert genauso das wie in der Wüste, in der Sandinselgalaxie. Wenn ich so weitermache und das so sage, wenn ich mich nicht wohlfühle, passiert das nämlich genau wie damals. Dann passiert das genau wie damals. Okay. Wie komme ich denn an die am besten ran? Wahrscheinlich bestimmt auch mit einem Rückwärtssalto, glaube ich. Oder mit einem Seitwärtssalto. Tatsächlich mit so einem Seitwärtssalto. Aber wie soll ich bitte an die kommen? Okay, da muss ich mal gucken. Okay. Ich weiß nicht, dass du ein Long Jump machst. Genau so. Genau das wollte ich von dir, Mara, dass du genau das tust. So. Wie komme ich denn da am besten hin? Ob das mit einem Long Jump funktioniert? Ja, tut es. Manchmal bin ich auch ein bisschen waghalsig, aber ein bisschen muss man ja waghalsig sein. Das war knapp.
Aber es ist gut gegangen. So, da unten, ganz unten war auch eine. Das weiß ich noch. Genau. Ja, also das ist, könnte wahrscheinlich sogar tatsächlich auch ein chilligeren lila Münzenlevel sein, was ich nicht erwartet hatte tatsächlich. Die sind auch recht einfach. Also tatsächlich, also... Das ist eine der letzten Galaxien und dann ist das lila Münzenlevel so einfach. Also das, finde ich ein bisschen krass, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Finde ich echt ein bisschen krass tatsächlich. Aber gut. Wie ihr meint. Wie ihr tatsächlich meint. Also ich glaube echt tatsächlich, dass ich gleich alle habe. Und das war jetzt auch nicht so die größte Herausforderung tatsächlich. Also da, wie gesagt, gab es schon schwierigere Aufgaben. Okay. Wie ihr meint. Okay, aber mir fehlen noch 8. Bevor ich jetzt diesen Stern nehme, will ich nochmal schauen, ob ich tatsächlich nicht noch irgendwo eine vergessen habe. Aber eigentlich wüsste ich tatsächlich nicht mehr, wo ich noch eine vergessen hätte. Hm, so, also weiß ich nicht in diesen Kreis. Und hier erstmal rutschen. Und dann fehlen mir noch 5. Hm, ich hoffe, ich finde diese 5 noch. Will ich hoffen. Mal hoffen. Okay. Ich hoffe, die sind im Vulkan drin. Ne? Ich will hoffen, dass die im Vulkan drin sind. Ja, komm, da habe ich mich jetzt absichtlich treffen lassen. Ist mir egal, dass ich jetzt den nicht habe. Ist mir egal. Warum der eine noch in der Lava war, keine Ahnung. Ja, und wieder rein. Okay, also in den darf man dann nicht rein. Na gut. Ja, also wie gesagt, das war echt einer der entspannteren lila Münzen-Level, würde ich ganz ehrlich sagen. Puh, und das war knapp. Ja, also wie gesagt, war recht einfach. Also da, hätte ich, wie gesagt, einen der letzten Welten nicht erwartet, aber soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ich werde noch den einen oder anderen krassen lila Münzenstern sehen. Gut. Gut, 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 gut. Hätten wir auch den, den ich abhaken kann. Sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, jetzt bei 111, ne? Sind wir bei 111? Ne, wir sind schon bei 112. Das ist sehr, sehr gut. Und uns fehlen nur noch 8 Stück. 8 Stück, die uns noch fehlen. Gut. Dann machen wir weiter im Text. Machen wir weiter im Text. So, wo gibt's den nächsten? Ja. Okay. Wie gesagt, gerade eben war es entspannt, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Versichere ich euch, jetzt wird's krass. Jetzt wird's übel. Jetzt wird es richtig übel werden. Und zwar werden wir jetzt in die Phantomgalaxie gehen. Und dort den Risikokomet machen. Es ist ein Stern, wo ich mich lange Zeit gewehrt habe, den zu machen. Weil er zu den krassesten Kometen des Spiels zählt. Oder generell zu den krassesten Sternen zählt. Dieser Komet. Denn es wird ein Boss sein, den wir mit einem einzigen Leben bestreiten dürfen. Und das wird übel werden. Das wird richtig übel werden, sage ich euch. Ich habe ja schon, als ich den normal besiegt habe, es ist nämlich dieser komische Händegeist-Boss. Da habe ich ja schon mit dem 6-Leben-Pilz schon meine Probleme gehabt. Und wie will ich das jetzt ohne schaffen? Oh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weltallschutt. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Ich will das doch nicht. Warum? Warum macht ihr das? Oh mein Gott. Ich will das nicht. Naja, ich habe ja keine andere Wahl. Naja, gut. Naja, gut. Ich muss halt darauf achten, meine Verteidigung. Ich darf halt nicht zu stürmisch agieren. Ich sollte gucken, hier nicht zu stürmisch zu agieren. Genau, wir begeben uns erstmal hier und laufen erstmal ganz einfach vorbei.
nehmen uns zwei Geister und greifen ihn doppelt an. Genau. Gut, ich würde sagen, die erste Phase ist noch recht chillig, aber okay, das ist es nicht. Die erste Phase ist noch recht angenehm, aber nein, ist sie nicht. Wobei, wie gesagt, ich habe nicht gesehen, dass da diese Dinger da kommen, aber egal. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Oh, dass ich jedes Mal diese Zwischensequenz auch noch ansehen muss, wenn er sich cool fühlt. Ah, naja, gut. Okay, also gehe ich gleich in die andere Richtung. So, das ist noch recht einfach, wie gesagt. Ich glaube, der macht das immer im Laufweg, glaube ich. Wutsch. So. Huhuhu, ja, ist mir recht. Ist mir sogar ganz recht. So, jetzt treffe ich dich. Jetzt, jawohl. Okay, erster Treffer. Okay. Aber jetzt geht's eigentlich erst richtig ab. Denn jetzt kriegt er ja noch Hände dazu. Jetzt geht's eigentlich erst richtig ab. Und jetzt wird der Boss richtig böse. Jetzt wird er richtig, jetzt wird's richtig dreckig. Richtig, richtig dreckig. Boah. Das ist gemein. Kann ich die Hände auch zerstören? Ich weiß es gerade gar nicht. Wow, 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 wow. Nein, was mache ich denn da? Warum renne ich in den Reihen? Oh, jetzt muss ich aber auch mal... Oh, komm, jetzt bin ich ja auch noch in den Reihen gerannt. Und jedes Mal diese dämliche Frage. Wenn ich zurück zur Sternwarte will, dann kann ich es auch über Start machen. Oh, jedes Mal diese Zwischensequenz, ey. Meine Güte. Das dauert, das kostet auch, ey. Das zählt auch an den Nerven. Oh mein Gott. Ich habe ja gesagt, dass ich mich so unheimlich auf diesen Stern freue. Ich habe es ja schon gesagt. So, jetzt machst du da deine Welle. Das dachte ich mir schon. So. Gut. Okay, Phase Nummer 2. Die erste, wie gesagt, die ist ja echt ein Witz, die erste Phase. Aber die zweite mit seinen Händen, die geht ab bis zum geht nicht mehr. Die geht mal richtig ab. Aber immerhin, ich krieg über eine gewisse Dauer wieder Leben. Beziehungsweise halt Sternensplitter. Wie gesagt, ist mir sowas von egal. Ich mache auch gerne erstmal die Hände kaputt. Wow. Klong, 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 klong. Wow, wie mich das jetzt irritiert hat, dass das eine Hand war. Treffer. Und nochmal ein Treffer. Sehr schön. Ja, hau deine Faust rein. Wow, wow, wow. Alter. Wow, wow, wow. Hab ich mich erschrocken, ey. Wollte mich da einsperren. Boah, lass das enden. Lass das bitte enden hier. Gleich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gleich nicht zu Ende gehen wird. Okay, die eine Hand ist kaputt. Und der eine Geist auch. Okay. Okay, sehr gut. Muss ich ihn, glaube ich, nur noch treffen. Und ist es da nicht sogar schon? Nee, oder ist es... Ach, der hat nur zwei Phasen. Okay, okay, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte, er hätte drei Phasen. Okay. Ich dachte, er macht das nämlich noch mit den Händen. Okay. Also gut, wenn man sich ein bisschen reingeübt hat, dann kann man das auch direkt im First Try schaffen. Aber, naja, ich habe es dann, glaube ich, im dritten Versuch geschafft. Bin ich auch zufrieden. Bin ich auch zufrieden. Und deshalb mache ich jetzt auch noch einen Stern. Weil ich dachte, ich werde jetzt mit dem hier länger beschäftigt sein. Aber okay. Dann ist das ja gut. Dann ist das ja sehr, sehr gut. Dann ist das ja sehr, sehr gut. Und deshalb werde ich jetzt auch noch einen machen. Hihihi.
Dann werde ich jetzt auch noch einen machen. Die Frage ist, welcher wird es sein? Wird es in dieser Welt einer sein? Nein, denn hier haben wir keinen. Oder darf ich zum ersten Mal... Nee, okay. Es geht dann in den Maschinenraum zur Herbstwaldgalaxie. Könnte das wieder ein langer lila Münzenkomet werden? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wieder ein langer lila Münzenkomet wird. Habe ich irgendwie so im Gefühl. Aber gut, mal sehen. Wie gesagt, wenn es halt 30-Minuten-Part wird, soll mir das auch recht sein. Ich werde auch wahrscheinlich dann, das ist jetzt auch schon der vierte Part Galaxy, den ich tatsächlich aufnehme. Also wenn ich dann einmal das mache, dann bin ich in einem Rausch. Hört sich auch schon ein bisschen beängstigend an, aber nein, das war ein Scherz. Aber mir macht ja jetzt Spaß, das hatte ich ja nicht erwartet tatsächlich. Habe mich lange davor gewehrt für diesen Stern, aber na gut. Lila Münzen im farbenfrohen Wald. Okay. Sieht wohl ohne Zeitlimit aus. Nein, es ist mit Zeitlimit. Oh, nö. 3 Minuten 30. Oh, muss das sein? Müsst ihr das machen? Aber gut, wenigstens scheinen sie alle auf einem, auf einer Linie zu sein. Also linear. Immerhin. Aber trotzdem wird das eine lustige Angelegenheit. Ja, ich habe schon 20. Ich habe schon die 20. Nicht runterfallen hier. Ich darf nicht Pause machen, warum auch immer ich nicht Pause machen darf. Das finde ich sehr nett. Anstatt neu zu starten, nein, ich muss mich umbringen, finde ich auch sehr nett. Ich feiere das doch so richtig. Das so richtig. Meine Güte. Ja, ich habe die 20 in 3 Minuten. Oh Gott. Warum macht er das immer? Leicht kurze Sprünge. Ja, kurze Sprünge. Dann Long Jump. Warum machst du das, Mario? Warum machst du das? Warum? Ich habe nicht in diese Richtung gelenkt. Warum sollte ich auch in diese Richtung lenken? Ich habe gerade in die eine Richtung gelenkt. Also bei sowas raste ich hier noch echt aus bald. Das sind einfach nur Dinge, die müssen nicht sein. Habe ich nicht gerade was von Spaß geredet, den ich hierbei habe? Der entfernt sich langsam, der Spaß. Oder der verzieht sich langsam. Jetzt fällt er mir da beinahe schon wieder runter. Ja, sammel den nicht ein. Pff, ist nur eine lila Münze, musst du nicht einsammeln. Nö, musst du nicht einsammeln. Werden überbewertet. So. Genau so. Genau dasselbe. Das habe ich auch gerade gemacht. Und warum zählt das jetzt und gerade eben nicht? Ah. Ja, ich habe 50. Die.
Soll ich denn da hochkommen? Naja, vielleicht hier rüber. Gehe ich mal stark von aus. Ja, ist es auch so. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt habe, aber es ist mir egal. Ja, ich hab die Anzahl. Wobei ich keine Ahnung habe gerade, wie ich da hochkommen soll. Bei dieser AIDS-Kamera. Wie soll man da hochkommen? Wahrscheinlich muss das ein Dreisprung sein. Boah. Das gefällt mir so gar nicht. Ja, gehst du da oben? Diese Steuerung, ey. Diese Steuerung ist einfach nicht zu glauben. Oh Gott, das wird eng. Das wird so eng werden. Ja, greif diese blöde Ranke. Verdammt nochmal. 30 Sekunden. 30 vermaledeite Sekunden. Oh Gott, das wird so eng werden. Oh Gott, 10 Sekunden. Gott, das wird so eng werden. Hol dir den Stern. Hol dir verdammt nochmal den Stern. Was machst du da, Mario? Boah. Boah. Mach da irgendeinen Blödsinn und hüpf da rum. Boah. Mach da nicht den Weitsprung. Boah. Da kriegt man zu viel, ey. Aber wir haben den. Boah. Das wird echt nicht langweilig, ey. Aber gut. 114. Noch 6 Stück. Galaxie komplett. Oh, lass das endlich mal enden. Ich hoffe, es endet im nächsten Part, aber es wird wahrscheinlich erst im übernächsten enden. Auf jeden Fall danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Super Mario Galaxy. Bis dann und tschüss, euer Jake. Alter Falter.